So, jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Und zwei Stück. Okay. Und dann brauchen wir als nächstes für den Separator zwei davon. Redstone. Habe ich alles? Nein. Aber jetzt? Hervorragend. Jetzt schmeißen wir den mal schnell hin. Das heißt, hier kommt jetzt Wasser rein, dann brauche ich Strom. Kann man dich einstellen? Dich kann man nicht einstellen. Das heißt, muss mal so schauen. Heißt, ich mache das jetzt dahin. Kann ich da runter gucken? Jawohl, kann ich, aber da ist nichts. Habe ich Stromkabel einstecken? Nein. Das kann ich holen. Jetzt war ein Universalkabel. Das. Achso, habe ich noch. Aus dem Advanced machen wir Elite. Aus Elite machen wir Ultimate. Und danach gehen wir ultimativ ins Bett. Wenn wir nicht vorher noch was craften wollen. Finde es immer lustig, dass er im Eck steht. Wer schämt sich für was? Keiner weiß warum. So, wenn ich jetzt dich. Jetzt mache ich dich erstmal weg. Wenn ich dich jetzt so herstelle. Komplett hier herstellen. Und ich jetzt dann daher mache. Gehst du von unten rein, bist von unten rein und hast Strom. Das ist schon mal schön. So, dann hätte ich gesagt, dann mache ich als nächstes den da dahin. Schauen wir mal, wie weit das mal mit den Mechanicals sind. Dann machen wir auch hier dasselbe Spiel. Mechanical, eine Runde Elite, eine Runde Ultimate. Wir lassen das da reinlaufen und sagen zu dem, hau mal rein. Uiuiuiuiuiuiui, das ist laut. Ich brauche Upgrades. Ich brauche Stahl. Ich will Stahl haben. Viel! Stahl. Du sollst den Stahl crushen. Danke. Mach mir Stahl. Ich brauch 8 Glas. Mach mir Glas. Mach mir das. Gib mir davon einfach noch mal 8. Egal. 4 Stück. Halt die Klappe. Schön. So, okay. Aber ich habe schon gesehen. Ich werde bald wieder Eisen brauchen. Das da, ich brauche auf jeden Fall doch, davon brauche ich jetzt 8. Ich werde auch bald wieder Gold brauchen. Und ich werde auch bald wieder Sand brauchen. Nein, werde ich nicht. Drake hat nämlich mitgedacht. Drake hat den Sand schon mal dabei, aber der trägt noch ein bisschen spazieren. Weil es so schön ist. Ich möchte gerne Sand mit sich rumtragen. So. Wir haben jetzt Ox, Hydro und Oxy. Und soweit ich weiß,
brauche ich es Hydrogen und kein Oxygen. Werden wir gleich wissen. So, eine Runde Glas raus. Dann brauchen wir hiervon auch 8. Schön, dass ich gerade Glas raus habe. Zack. Dann machen wir das Ding auch ein wenig schneller. Okay, also, und jetzt schauen wir mal nach. Genau, wir wollen nämlich Hydrogen jetzt machen zu Hydrogen und Wasser zu Ethylen im PRC. Genau, und das ist jetzt sozusagen die nächste Maschine, was wir jetzt brauchen. Den PRC. Dafür brauchen wir ein Enrichment Chamber. Wir bauen das jetzt erstmal alles weg. Wir räumen das jetzt mal wieder alles auf. Ein Enrichment Chamber. Was war das? Zwei Eisen. Zwei davon. Wir haben. Dann gehen wir mal schnell nach vorne, ob wir volle oder leere Tanks haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Tanks habe. An die hier. Das ist aber ein Ultimate und die Ultimate werde ich bestimmt nicht verwenden. Dann heißt es jetzt Basic Gas. Das heißt, ich brauche jetzt 8 Redstone und sehr schön. Das da, das da. Dann habe ich 2. So, für ein PRC heißt es jetzt, du kommst hierhin. Du kommst dahin. Dann brauchen wir 2x Stahl. Einen roten oben. Der rote oben. Die 2 Stahls sind auch das Problem nicht. Dann brauchen wir von dir 2. Das ist auch kein Problem. Könnte noch als Problem sein unten mittig. Das ist ein Dynamic Tank. Das ist ein Stahl-Ingot und ein Eimer. Komm. Kommt mir gerade vor, als wäre irgendwie wieder ein Eimer verschwunden. Und ich habe für irgendwas einen Eimer gebraucht. Okay, also Dynamic Tank. Der kommt auch noch irgendwann. Und wir haben einen Processing Reaction Chamber. So, den stellen wir hier hin. Also, jetzt haben wir. Wir möchten hier haben das Biofuel. Das heißt, ich brauche jetzt auch noch eine Runde Transportpipes. Nein, den habe ich schon. So, dann kommst du jetzt hier hin. Ich glaube, ich kann ich jetzt einstellen. Jawohl. Und zwar Input von oben. Das ist korrekt. Dann heißt jetzt dann, ich hole mal einen Drawer. Den trage ich mal schnell darauf. Dann nehme ich meinen Hammer. Drehe das ganze Ding mal um. Und dann sage ich zu dir, du haust mir die rein. Jawohl, dann haben wir schon mal den ersten Teil. Dann brauchen wir als nächstes ein bisschen Wasser. Das bisschen Wasser. So, Strom machen wir von unten. Dann haben wir auch das. Dann habe ich jetzt noch die
Chemical, dann habe ich jetzt dich, du kommst dahin und dich, du kommst von dahin. Also, dann haben wir von die Flüssigkeit, kommst mal weg, und zwar von vorne. Ach, geht das nicht? Ja, ich will es aber nicht oben lang machen. Das ist gerade total nicht schön. Okay. Aber dann machen wir es anders. Dann glaube ich fast. Nee, es wäre nicht ganz runtergegangen. Hätte nur ein bisschen wehgetan. So, dann heißt es jetzt, ich habe Wasser drin. Und von der Seite auch eine Flüssigkeit. Nein, bist du dann schon Gas? Ah, okay. Wir machen dich mal schnell weg. Ja. Dann könnte ich das doch so machen, dass ich dich hier entlang bastel und wir machen den Boden wieder zu und wir brauchen die letzte Pipe. Das heißt, ich brauche Platz endlich. 1, 2, 3. Dann brauche ich jetzt die letzte Pipe. Dafür brauche ich den Kabel Pressure Advanced. Die hier brauche ich. Dafür brauche ich Glas. Ich hoffe, dass die reicht. Das da und Stahl. Und dann heißt es jetzt Nächste. Dann haben wir jetzt Gas. Und dich muss ich dumpen. Danke. Und der will mich jetzt verarschen, oder? Ach, na doch, da steht er dort. Gas, Hydrogen, es steht noch nicht dort, was es ist. So, aber ich möchte ja eigentlich, genau, da möchte ich jetzt nichts drin haben, aber hier soll rein Gas. Hervorragend. So, was kann ich hier reinbauen? Ich kann hier Speed reinbauen, ich kann hier Energy reinbauen und Muffler reinbauen. Der macht mich gerade total glücklich. Das heißt, ich brauche eine Runde dich dahin. So, wir machen 32 davon da rein. Danke. Das da. Und das da. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das ging früher gar nicht, dass man den leiser machen konnte. Schön. Einfach nur schön. So, wir haben jetzt hier Ethylen. Dann heißt es jetzt Speed. Das heißt, ich brauche Gold und ich brauche noch Flasche. So, da kommst du jetzt da rein. Schauen wir mal. Ja, doch, es müsste reichen. Müsste aber nicht.
So, und jetzt brauche ich nochmal 8 Osmium. Danke. Ja. Schaltet ihr wieder am Glas. Wenn man auf alles achtet, nur nicht auf die letzte Komponente. Geht's in die Büchse. So, dann heißt es jetzt Energy Upgrade rein. So, und die ganze Zeit ist es jetzt der Strom von unten gekommen. Das wird sich jetzt gleich ändern. So, Ethylen haben wir 3200 Stück, 3300 Stück. Das Substrat, also das muss ich irgendwann so aufbauen, dass er von hinten das mir das Substrat noch rauszieht. Na, geht ein bisschen flotter, hä? Darf man auch nicht dran denken. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da auch das Verhältnis geändert haben. Aber wir brauchen mal ein bisschen Schlaf. Nach anstrengender Arbeit. Das war ein 16-Stunden-Tag. So. Morgen fröhlich, frisch ausgeruht. Neuer Arbeitstag. Heute wollen wir Strom machen. Genau, wir wollen Steel Casing 2 Stück. Ich habe noch einen. Yay! Das heißt, ich brauche das Steel Casing. Brauche ich davon einen, davon 4. Davon 4. Haben wir 2. Passt. Dann brauche ich 4 Osmium. Den Separator haben wir. Genau, den Alloy aber nicht. So, und dann haben wir den Gas Burning Generator. So, dann heißt es jetzt für mich, wir nehmen mal schnell den da und schmeißen den jetzt da drauf. Genau, wir schmeißen den da daneben drauf. Okay, dann kann ich dich jetzt einstellen. Der wird jetzt gleich ein bisschen lauter. Ich habe da aber eine Vermutung, dass ich den gleich nochmal drehen darf. Du bist jetzt bestimmt auch ein Gas. So, dann heißt es jetzt, du bist jetzt ein Gas, das Blaue. Okay. Okay. Nochmal. Nochmal. Nein. Ethylen? Ethylen kein Gas? Eine Flüssigkeit? Nö. Ja, der war clever. Nicht den Branch-Modus, sondern den Item-Modus. Jawohl, und wir haben Ethylen drin und zack, das Ding ist voll. So, aber wir werden jetzt das Kabel nicht reichen. Genau, weil jetzt geht nämlich hier der Strom raus. Ja, wir haben, aber es ist kein Problem. Wir machen einfach nochmal schnell welchen. Davon brauchen wir 8. Dann brauche ich dich und dich. Und ich brauche dich. So, du kommst dahin.
Das da. Dahin. Das da. Und du kommst. Genau. Ich drehe dich jetzt nämlich erstmal wieder um. Dann kommst du nämlich jetzt dahin. So, und dann mache ich jetzt erstmal alles aus. Und zwar, du sollst von hinten hast du deinen Input. Ja, das sieht man schon, das sind jetzt die gleichen Sachen. Merk schon, der ist nicht instant voll. Ja. Klar, kann er nicht. Wenn ich es so mache, wie ich es gerade gemacht habe. Okay, das hat ein bisschen geändert, aber ist jetzt nicht schlimm. Dann können wir das auch über das Ultimate-Kabel machen. So, und dann heißt es jetzt für mich, auf der Seite hast du einen Output. Und ab jetzt haben wir hier eine zweite Stromquelle. Ist doch klasse. So, wir haben mal schnell 1, Megaton, keine Ahnung, Megatool, RF. 51 ist, wir haben schon 8 Mega RF. Yay! Der ist schneller voll, als ich gucken kann. Oh, und das wird irgendwann noch super kompakt gebaut. Okay, Ethylen verbraucht jetzt auch ein bisschen mehr. Aber immer noch ultimative Anfangs-Rumpenmaschine. Das jetzt so anschaut, ne? Also er haut das Ethylen schneller rein, ne? Als ja. Und mit dem Substrat. Kann ich lustige Plastikblöcke bauen. Ich glaube, in der anderen Version, in der nächsten Version, in der 1.16er, glaube ich. So. Ultimativ. Jetzt packt das sozusagen die Pipe voll, aber man sieht es leider nicht. Also, ich muss schon sagen. Ist noch nicht alles so ausgegoren. Textur nicht sauber da. Ich muss mal gucken. Und mal mich querschließen, nicht schießen. Querschießen kann ich so. Vielleicht, dass wir mal schauen, ob Mechanism noch eine bessere Stable hat, als momentan hier im Pack drin ist. Dass wir die mal reinmachen. So, das ist die Mechanical, die Ultimate. Die kommt hier hin. Dann haben wir das Kabel in Ultimate. Du kommst hier hin und da haben wir das Pressure, du kommst auch hier hin. So, das heißt jetzt, wir haben optimal und in kürzester Zeit unser Stromnetz auf die modernste Art gebracht und auch gleichzeitig noch richtig schnellen Strom angeschlossen. Wie gesagt, ich vermute, Strom wird irgendwann hier hinten hinkommen. Dass es ein wenig außer Hörweite ist. Muss man hoffen, dass dann... Das wäre noch schön gewesen, wenn das Ding auch noch ein Upgrade bekommen hätte. Aber wenn ich mir vorstelle, früher war das instant voll. Das hat einfach nur klump gemacht. Und voll. Ja, aber die Dinger haben jetzt auch. Das heißt, wir haben jetzt den 51 Millionen Speicher. Dann können wir jetzt die Maschinen auch komplett in extrem krass produzieren. Die Turbine, ein Boiler, Heat, Infusion. Da kommt auf jeden Fall noch lustige Sachen auf uns zu. Da werden wir uns das dann auch mal irgendwann drum kümmern.
Ich werde eventuell die Pumpe dann hinten mal austauschen. Electric Pump. Moment. Ich brauche dafür ein Osmium. Ich brauche dafür 4 Glas, richtig? Richtig. Dann brauche ich nochmal einen Eimer. Einen habe ich noch. Und zweimal Alloy. Die habe ich definitiv noch. Habe ich jetzt noch schnell die Pumpe. Und was will der mit dem Filter? Der Filter ist auf jeden Fall für mich neu. Das ist ein Pulverized Tin. Da holen wir mal schnell einen Tin. Wir nehmen dich mit. Zwei. Ich nehme mit. Ich habe gerade einen Tin. Das ist hier. Reicht mir das? Komm, ich nehme noch da einen Stack mit. Ich nehme auf jeden Fall noch mal einen Stack Osmium mit. Redstone habe ich auch noch. Und dann nehme ich mir auch noch einen Stack Sand mit. Dadurch, dass ich einen Crusher habe, kann ich jetzt sogar Steine mitnehmen. Kann ich mal schnell machen. Das müsste, glaube ich, funktionieren. Und ich glaube, jetzt wollen wir mal den Vorteil sehen, richtig? Von dieser Pipe hier. Weil das Ding ist nämlich leer. So, wenn ich jetzt Cobblestone mitnehme. Kann ich den jetzt hier nämlich reinballern. So, haben wir hier Gravel. Zack. Dann haben wir Sand. Ist ein bisschen schneller. Okay, ich habe jetzt keinen Flint mehr. Oh, aber ich finde es total lässig hier. Zack. So, dann haben wir noch einen Zinn mitgebracht. Ich hätte mir gesagt, das crush ich gleich. Dann war der Filter noch Alloy. Gut. Also Redstone lasse ich da. Eisen lasse ich da. Gold lasse ich da. Osmium lasse ich da. Genau. Dann. Wir legen uns hin, dann bauen wir schnell noch die Pumpe ein. Dann hat nämlich die Pumpe sozusagen jetzt von Immersive Engineering ausgedient. Ja, so schnell geht das. So, das heißt, dich schließe ich jetzt hier an. Dann Wrench. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Strom. Strom ist grün. Dann heißt es jetzt, ich gehe hier hin. Vielleicht reicht es doch. Nein. Okay.
das reicht doch. Dann brauche ich, nee, rot, das brauche ich nicht, aber das brauche ich definitiv und das brauche ich definitiv auch. Aber ich brauche noch mal ein Stromkabel. Da kann ich mir dann mal leer. Nein, lässt mich raus, danke. Nehme ich mal da zwei mit und da zwei mit. Das brauche ich nicht, aber ich brauche noch ein Ultimate Universalkabel. So, da kommst du jetzt nämlich. Da muss ich doch nochmal drehen. Dahin, dahin. So, dann ist der schon mal voll. Dann klicken wir mal drauf. Nein, da haben wir schon alles drin. Da haben wir auch alles drin. Passt. Perfekt. So, und jetzt brauche ich jetzt für dich hier Energy. Den Filter könnte ich reinbauen. Den bauen wir mal rein, was der Filter kann. Guck mal. Ah, okay. Da kann ich schweres Wasser draus machen. Das braucht man für einen Atomreaktor. Den brauche ich noch nicht. So, aber ich brauche davon schnell mal 8 und davon mal schnell 8. Und davon mal schnell ein Stack. Ja, bin schon mittlerweile froh, dass ich sowas sagen kann. Ich brauche mal schnell. Das auch funktioniert. So. Ich habe länger gebraucht, die Dinger da hinten zu machen als hier. Das ist erschreckend. So. Dann heißt es mal wieder Energy Upgrade rein. Dann wird jetzt die Pumpe etwas schneller. Toll. Abbauen. Wieder anbauen. Noch Heavy Water drin. Kann ich das dumpen? Auch schnell einen Tank. Ich glaube, ich habe alles da, damit ich einen bauen kann. Waren, glaube ich, davon 4 und davon 4, ne? So, da ist aber normales Wasser drin. Das hat er dann eventuell gespeichert. Können wir gleich noch was machen? Ich merke schon wieder, ich ziehe schon wieder alles lang. Ich ziehe heute alles lang. Ich weiß, heute ist der Tag der Witze oder so, der schlechten. Aber lieber schlechte Witze als gar keine Witze. Warum machst du es nicht? Hallo? Machst du nur leere Tanks oder was? Jetzt wirst du auch noch knausrig. Ja, glaub's ja. Dann mache ich es jetzt halt so. Ja.
So, was brauche ich für den nächsten? Wieder Eisen. Ich habe dann immer so eine Vermutung. Klack. So. Und bevor ich das jetzt mache, ne, gehe ich jetzt dahin und schnell's denn da drauf und dann klicken wir mal da. Ja. Drauf, aber am besten nicht im Ranch-Modus, sondern im Item-Modus. So, fließ mal runter. Habe ich hier nämlich einen leeren Tank. Kann ich mir da draußen nämlich auch noch einen großen machen. So. Habe ich nämlich das Wasser draußen. So, habe ich jetzt das schwere Wasser da drin. Darf ich jetzt noch das Speed-Upgrade reinpacken? Dann haut der mal ein bisschen Wasser raus. Aber bis jetzt wird er nichts speichern. Jo, wird schon passen. Oder auch nicht. Alles gut. So, die Tanks packe ich jetzt auch noch rein. Das packe ich noch rein. Das schmeiße ich jetzt hier rein. Lever auch. Das auch. Und dann, ja, haben wir einiges geschafft, hätte ich gesagt. Wir haben die besseren Spreader gebaut. Wir haben eine vernünftige Stromgenerierung da hinten. Vielleicht meiner Meinung nach overpowered ist. Sollte mir nochmal einen Drawer bauen, dass ich das Zeug da auch noch rauskriege. Das Substrat ist ein bisschen nervig irgendwann. Ich glaube, da werde ich einen Drawer nehmen und dann einfach voiden. Ja, genau. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare und wir sehen uns dann bis nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.